zumindest was das Ingolstädter Spiel angeht. Die zweite Halbzeit. Scott Bus wieder mit der ersten Gelegenheit. 54. Minute. Adlung. Cottbus weiter. Offensive ausgerichtet und der Führung deutlich, deutlich näher. So sahen es auch die Cottbusser Fans. Das war unmittelbar vor dieser Ecke. 62. Minute. Und da kommt Ziebich. Widerstand. Es roch nach einem Cottbusser Tor, die schlechteste Rückrundenmannschaft, nur mit einem Sieg im Jahr 2012. Aber diesmal waren sie sehr, sehr mutig und hatten Gelegenheiten wieder. Özcan, diesmal aber mit einem Fehler. Und das ist Rangelhoff. Ingolstadt konnte sich durchaus bedanken, dass es nur 0-0 stand aus Sicht der Cottbusser. Und dann 84. Minute. Ingolstadt mal tatsächlich in der gegnerischen Hälfte. Und Kwana auf Kajubi. Und da ist Kwana. Colin Kwana. Erstes Tor überhaupt für den FC Ingolstadt.